In Köln wurde in einem Festakt der Universität die Sporthochschule gegründet. Leiter und Rektor dieser Schule ist Professor Dr. Karl Diem, der weltbekannte deutsche Forscher und Praktiker der Leibesübungen. Das Studium dauert 3 Jahre. Die Studenten lernen in Theorie und Praxis alles, was für einen künftigen und zünftigen Sportlehrer von Bedeutung ist. Viele bekannte Sportler sind hier als Lehrer tätig. Der frühere deutsche Meister Nettesheim auf der Matte. Turnübungen in der Halle. Im Müngersdorfer Stadion treibt man Leichtathletik. 165 Studenten, davon 60 weibliche, besuchen zurzeit die Sporthochschule. Sepp Herberger, der deutsche Fußballnationaltrainer, beim Unterricht mit Janes, Gelesch und Schneider. Nun einige Übungen der Mädchen. Etwa 120 der Studenten und Studentinnen wohnen gemeinschaftlich mit den Lehrkräften in der Hochschule. Am Abschluss des Studiums steht die Prüfung als Diplom-Sportlehrer.